Hallo meine lieben Kreativlinge, ich hatte gerade schon mal angefangen mit dem Video, aber dann kam eine Benachrichtigung rein und ihr müsst dann die ganze Zeit die Musik hören und dann hättet ihr wahrscheinlich eh Probleme mit YouTube und ihr würdet wahrscheinlich eh nichts verstehen. Ich war ein paar Mal im Action und eine Freundin hat für mich was beim Action besorgt und das möchte ich euch zeigen. Und dann kann ich das nämlich endlich wegräumen. Ja, zweimal diese Storage Boxen, die habe ich mir besorgt, ist ja auch wurscht, wer was besorgt hat im Endeffekt. Aber ja, ich habe gerade erzählt, dass meine Kleine im Kindergarten ist, mein Mann auf Arbeit ist, ich bald wieder das Arbeiten anfangen darf, muss, wie auch immer. Meine Elternzeit ist vorbei. Schade, schade. Aber ich freue mich wieder aufs Arbeiten. Auch wenn ich mit Corona einige Probleme, also ne, Arbeitsstelle einige Probleme kriege, aber gut. Also kriege ich, ne, wegen Corona-Auflagen und so. Sie schießt mich tot. Da war das dann doch angenehmer daheim. Ja, zum Stempel sortieren, weil ich habe noch einige zum Sortieren. Und das werde ich dann nochmal den nächsten Tag in Angriff nehmen. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ich habe meine Ruhe. Ja. Ich kaue ich jetzt sonst nur ab. Dann. Ja, was will die jetzt damit? Das sind eigentlich, wie heißen die, Pillendosen, genau genommen. Aber ich habe Zeit, ein bisschen. Ich bekomme demnächst ein Diamond Painting und ich bin schon so gespannt. Ich habe schon mal Diamond Painting gemacht, ist aber schon 2 Jahre her. Müsste ich jetzt lügen. Und da ich jetzt ein bisschen Zeit habe, also das Bild ist nicht riesig. Aber trotzdem, ne, jeder, der Diamond Painting macht, der kennt es. Man hat die Steinchen, man hat die Tüten und wohin mit die... Ja, die Tüten sind dann offen, ne? Ich habe mal im Internet geguckt, gehabt, bei Amazon kosten die tatsächlich Schweinegeld. Also es sind richtige Diamond Painting Dosen. Die kosten richtig, ja, Geld kann man lassen. Also es gibt natürlich auch günstigere. Und dann habe ich mal in China geguckt. Aber wer weiß, ob das dann ewig, also ne, China weiß ja jeder selber, dass es ewig dauert, dass das dann bei mir ankommt. Und dann habe ich im Action mal geguckt, da habe ich mich erinnert, die haben doch irgendwie sowas. Ja, und tatsächlich ist es im Endeffekt nichts anderes, um die Steinchen quasi zu sortieren. Ne, Steinchen rein, zu, rein, beschriften. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet haben, auf jeden Fall unter 2 Euro. Und da das viele, 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 viele Farben sind, habe ich das mitgenommen. Ich hätte lieber noch so eine Dose gehabt, aber die hatten nur noch 2 und die. Aber gut, ich denke, das ist jetzt nicht so tragisch. Die war sogar schon offen. Egal, alles drin. Ja, dann kommen da die Steinchen rein, wird es beschriftet. Ja, okay. Oh ja. Ist egal. Darum kümmere ich mich dann, wenn meine Steinchen da sind. So, das. Dann habe ich mir mal so Leuchtklebeband mitgenommen. Da bin ich sowas von gespannt. Eigentlich habe ich davor, das zu nutzen zum Ausstanzen. Für Sterne, Mond. Alles, was so ein bisschen leuchtet oder halt, keine Ahnung, Würmchen. Eigentlich ist das für sowas gedacht. Aber das würde mich wahrscheinlich aufregen, wenn ich das im Schlafzimmer hätte oder so. Ja, wie gesagt, das habe ich eigentlich vorgehabt zum Ausstanzen. Ich bin aber gespannt, ob das funktioniert. War auch unter 2 Euro, also es liegt schon ein bisschen was. Dann die neuen Liquid Watercolor Farben. Damit habe ich tatsächlich auch schon gearbeitet gehabt. Ich glaube mit den Pastelltönen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Na. Wobei ich finde, dass die nicht so pastellig aussehen. Aber gut. Ich liebe diese Farben einfach trotzdem. Naja, doch, ist schon ein bisschen heller, ne? Ich liebe einfach diese Farben. Das räume ich dann später zusammen.
Dann eine von den neuen Stanzen. Die anderen sind unterwegs zu mir, weil die hat mir auch jemand besorgt. Die anderen, wie gesagt, sind unterwegs zu mir und dann hat nur noch das aus dem Set gefehlt, weil ich wollte alle haben. Ich finde die so, so schön. Ich finde die so vielseitig. Ja, ich möchte jetzt so viel machen, aber nee. Ja, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Also keine Angst, es werden auch weiterhin Videos kommen. Aber ich muss auch mal gucken, ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen ans Arbeiten. Ich bin jetzt so lange daheim gewesen. So. Dann habe ich mir... Sehe ich jetzt erst, was ist das? Ist da reingeschnitten worden? Das wäre ja kacke. Egal. Ich habe mich mal zusammengerissen und tatsächlich nur 3 von den Stickerbögen mitgenommen. Die fand ich einfach zu schön. Dann die mit der Unterwasserwelt. Und dann die hier mit den Tierchen. Fand ich auch zu schön. Aber ich sag, komm, solange du den alle mitnimmst. Oh Gott, wie süß der ist, ne? Ja, ich reiß mich da ein bisschen zusammen. Ich will die jetzt einmal verbasteln. Ich habe schon eine Idee dafür. Aber das ist halt so ein langwieriges Projekt. Deswegen, ja. Da. Die habe ich tatsächlich auch schon benutzt, aber da kann ich die endlich wegräumen. Habe ich mir mal die Stanze mitgenommen. Ich hatte tatsächlich keine Kreisstanze mit so Wellen. Ich habe 1000 Stanzen, aber keine mit so Wellen. Jetzt habe ich welche. Aber tatsächlich ist mir gestern aufgefallen, als ich die auseinandergepflückt habe quasi, dass die da innen keine Wellen haben. Also nur die da außen. Hm. Es ist etwas blöd, aber gut. Damit kann ich, denke ich, leben. Dann habe ich mir mal das Stempelset mitgenommen. Ich finde es ja ganz süß. Also ich bin ja... Actionstempel mag ich nicht alle. Also, ne? Geschmäcker sind ja verschieden, aber die fand ich dann doch ganz süß. Und das war das letzte von denen hier. Da habe ich gesagt, komm. Was kostet es? Unter 1 Euro? 87 Cent oder so? Da habe ich gesagt, komm, nimm es mit. Ist süß. Kannst vielleicht schöne Karten draus machen. Und dann habe ich ein paar neue Blöcke entdeckt. Es fehlen leider noch ein paar. Aber ich habe schon mal die mitgenommen, die ich bekommen habe. Das ist einmal der Capture Moment. Ich muss mich beeilen. Also es sind noch einige Sachen. Aber den finde ich richtig, richtig schön. Also richtig klasse für Alben oder so. Oh, das ist so schön. Man hätte ich am liebsten gar nicht zerschneiden. Ne? Aber gut. Hübsch, 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 hübsch. Ja, und dann wiederholt er sich wieder. Dann einmal der Windhitch Elements. Der ist auch eigentlich ganz hübsch. Ich finde die Papiere vom Action eigentlich alle hübsch. Also der ist so richtig auf Vintage gemacht, ne? Seht ihr das? Ja, und dann... Nee, noch nicht. Da wiederholt er sich, glaube ich, jetzt. Ne, da wiederholt er sich. Ja. Der hier. Dann einmal der Botanical Garden. Okay. Die sind alle so ein bisschen auf Vintage gemacht, finde ich. Was ich aber schön finde. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Das Licht ist etwas... Ja, und dann wiederholt es sich wieder. Also der... Und einmal der Botanics Black and White. Kann den mal ausschneiden. Mal schauen, ob ich nicht zu faul dazu bin. Da wünsche ich mir einen Plotter.
Vielleicht irgendwann. Hier. Und da wiederholt es sich jetzt auch wieder. Ach ja, ich liebe diese Blöcke. So, dann. Weiter geht's. Dann die kleinen Blöcke. Da habe ich auch schon tatsächlich welche, aber die fehlenden hat mir meine Freundin eben mit, also besorgt. Ich hasse mich dafür, aber ich liebe Papier. Aber ich will das jetzt auch mal verbasteln. Noch habe ich ein bisschen Zeit, bis ich arbeiten muss. Das ist echt hübsch, ne? Die sind teilweise beglitzert und teilweise foliert. Also der hier ist zum Beispiel mit Glitzer. Naja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Man sieht vielleicht ein bisschen das Glitzer. Das finde ich wiederum ganz hübsch mit Glitzer. Ja. Dann den hier. Zweimal. Die sind foliert. Der ist lila foliert zum Beispiel. Lecker Makaros. Und dann der Black and White. Der ist auch sehr, sehr hübsch. Ja, der hier. Ich hoffe, Kamera nimmt mal auf. Dann die vier Papercraft Sets, die weihnachtlichen. Einmal der hier drin. Ich lasse die jetzt zu. Weil erstens so viel Zeit habe ich gar nicht. Also, ne? Kameraaufnahmen und so. Der hier. Ach, guck, da hat sie noch was dazwischen gemogelt. Dann der hier. Oh, ist so süß. Ich habe die auch noch gar nicht genauer betrachtet. Ja, aber ne. Jeder kennt ja dieses Action-Phänomen. Man muss es haben. Und dann der hier. Der ist auch so schön. Das Häschen. Oh, die Pinguine. Das ist wunderschön. Die sind echt wunderschön, ne? Ja, das. Dann zweimal die Stencils. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe, ich habe schon nachgeguckt, die zwei, die sind nicht identisch. Also, ne, die sind nicht mit dem, was da drin ist, identisch. Jetzt holst du mal raus, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Also das hier soll das erste sein. Und das hier soll das zweite sein. Seht ihr das? Es ist nicht dasselbe. Die sind gleich, ja, aber das ist nicht das, was da hinten drauf ist. Ist etwas schade, weil genau deswegen wollte ich eigentlich die Stencils, aber gut. Kostet ja nicht so die Welt. Ich habe in letzter Zeit viele, viele Stencils genutzt. Und dann die hier. Dann habt ihr schon gesehen. Die Stanze. Oh, ich habe mich so gefreut. Die habe ich schon lange, lange auf der Internetseite von Action gesehen. Dann war sie wieder verschwunden. Jetzt ist sie, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, wieder auf der Internetseite. Und die ist aber heiß begehrt. Da gibt es ganz, also natürlich eine komplette Serie davon. Aber ich habe gesagt, nee, komm. Reiß dich am Riemen, du brauchst nicht alles. Nimm nur die Schildkröte. Dann die weihnachtlichen Lux Paper Blöcke. Da kann man mal durchgucken. Man kann sich ganz gut orientieren, weil ich habe nämlich festgestellt, dass in ganz vielen Action tatsächlich die Weihnachtssachen vom letzten Jahr auftauchen. Aber man kann sich an denen hier ganz gut orientieren, weil die
Ja, die letztes Jahr hatten runde Ausstanzungen. Ich weiß es ganz genau, weil ich nämlich erst letztes quasi zwei verbastelt habe für Adventskalender. Und da weiß ich das ganz genau. Die hatten runde Ausstanzungen und die haben hier eben, ne? Gucken wir mal so durch schnell. Auch wieder wunderschön. Oh, der Gnom. Oh, das Papier ist ja echt schön. Fast schöner wie vom letzten Jahr. Ja. Und auch wieder hier Glitzer. Da haben wir auch nochmal Papier. Vellum. Und der Cutting Dice Ausstanzungen. Dann der ganze nochmal so ein Rot. Keine Ahnung, wie ich den nenne. Die haben hier nichts stehen. Na, wieder Vellum. Das ist ganz cool. Ja, der ist ein bisschen auf Vintage gemacht. Rotes Papier, das finde ich cool. Der hier. Dann Jeremy Lebkuchenmännchen. Oh, wenn da jetzt Lebkuchenmännchen drin wären, das wäre der Knaller. Ich liebe Lebkuchenmännchen. Also als Figur. Ne? Schade, kein Lebkuchenmännchen. Da seid's. Na, da ist noch ein paar. Ja. Oh, mal goldenes Papier. Also glattes. Das ist der hier. Und der letzte mit den Schneemännern. Der ist ein bisschen so, ne? Die Seite ist überwiegend rot. Die ist eher so, ja, grau. Die ist blau. Die ist braun. Die ist orange, würde ich sagen. Ne? Ist mir jetzt gerade so aufgefallen beim Durchblättern. Ja, gut, wow. Ah, die ist wieder so mehr blau. Das ist hübsch. Alle Papiere sind hübsch. Oh. Das ist der hier. Jetzt mache ich mal mehr Platz hier. Ich muss mich jetzt ein wenig beeilen. So, dann die neuen Do-it-yourself-Card-Making-Blöcke. Blätter ich auch mal ganz schnell durch. Die Weihnachtlichen finde ich auch wieder zucker, zucker süß. Das ist cool. Okay, den brauche ich definitiv noch einmal. Der ist zucker, zucker süß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sehe es schon. Oh, wie süß. Oh Gott. Ja. Den brauche ich auch noch mal. Definitiv. Oh, denkt euch nichts dabei. Ach, die sind ja so schön, der Igel. Ein bisschen beeilen, damit ich das alles noch in ein Video kriege. Die sind auch hübsch. Halt, ich will auch nicht bescheißen. Doch, sind so 6 Stück. Ich habe schon gedacht, hä? Oh. Oh, ist ja schon süß, ne? Das war letztes Jahr in einem Lux Paper Block drin. Als Ausstanzung. Das weiß ich ganz genau, weil ich das nämlich, glaube ich, verbastelt habe. Ich habe es aber gesehen, auf jeden Fall. Beim Durchblättern vom letzten, also als ich die Adventskalender gemacht habe. Sehr hübsch. Sind teilweise beglitzert, ne? Na, nicht bescheißen hier. Und der letzte. Der Karton ist immer noch voll, aber wie gesagt, ich gehe das jetzt ganz schnell durch. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse. Der ist auch sehr hübsch. Ja, der hier. Ich muss dann nämlich auch noch gleich einkaufen gehen.
dann ganz ordinäre Laminierfolien, 3 Stück. Wie gesagt, meine Stempel sortieren möchte ich. Dann hat sie mir 6x Klebeband mit eingepackt, weil ich ganz viel, ich habe eigentlich schon gar nichts mehr. Ich habe nichts mehr auf Vorrat, ne? Ich habe alles verbastelt. Dann die neuen 15x30 Blöcke. Da blenden wir jetzt auch ganz schnell durch. Finde ich auch sehr hübsch, dieses rosa-weiß. Süß mit dem Eis, ne? Der hier, dann der schwarz-weiße. Oh, der, ich finde die so schön, die schwarz-weißen. Da habe ich jetzt auch einen Adventskalender draus gemacht, aus dem vom letzten Jahr. Oh. Ne, sind foliert. Ich weiß gar nicht, ob die beglitzert sind. Die letztes Jahr waren teilweise foliert, teilweise beglitzert. Der ist, glaube ich, beglitzert. Ja, der ist beglitzert. Und, ach nee, unfoliert, okay. Ist ja auch wurscht. Das gab es schon mal in einem Block. Dann der hier. Finde ich auch wunderschön. Seid entschuldigt bitte, dass ich ein bisschen hektisch bin, aber ich habe nur noch ein paar Minuten Aufnahmezeit. Dann der hier. Den finde ich auch wunderschön von außen. Ich habe noch gar nicht richtig reingeguckt. Aber dann kann ich den jetzt endlich mal verräumen. Naja, das finde ich jetzt nicht so schön. Ja, das sind die silbernen Punkte drauf, aber gut. Oh, das ist hübsch. Also ich muss sagen, die sind wirklich noch schöner wie die vom letzten Jahr. Die werden jedes Jahr schöner. Das ist echt hübsch, ne? Ja, die hier. Kann ich weitermachen mit meinen 1000 Adventskalendern. So, und dann die Blöcke, die mir vom letzten quasi noch gefehlt haben, vom letzten Dingenskirchen. Da gab es ja die folierten und die unfolierten. Da haben wir die letzten noch gefehlt. Oh nein, wie süß! Pegasusse. Ist das die Mehrzahl? Pegasusse? Ja, da wiederholt er sich. Ich habe keinen Platz mehr hier. Dann zweimal der hier. Ne, das ist dieser folierte. Oh, sehr hübsch. Wunderschön. Dann einmal der Vintage Feelings. Hat man den? Nee, das war ein anderer. Oh, hübsch. Ja, da wiederholt es sich jetzt auch wieder. Der ist mega klasse, der Grunge Feelings. Der ist so klasse. Ich nehme noch auf. Gut. Den gab es aber schon mal in einem anderen Vintage-Block, aber ist nicht schlimm. Ich liebe diese Action-Blöcke. Und ich bin da Gott sei Dank nicht die Einzige. Ja. Und dann der Botanik Felix. Feelings. Das erinnert mich irgendwie an die Skelettblätter, die man zum Basteln nehmen kann. Sehr hübsch. Ja, das war's. Ich werde jetzt dann nochmal einkaufen gehen. Dann werde ich das Zeug wegräumen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich
Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.